ich auch. Das Gelände darf gar nicht erst als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Und wie wollen wir das verhindern? Ja, da müssen wir uns halt was einfallen lassen. Das ist kein Unkraut. Die Ludovica ist eine extrem seltene Orchideenart und sie steht unter Naturschutz. Das wissen Sie ganz genau. Tja, nur schade, dass davon nichts mehr übrig ist. Da war Ihr Antrag beim Landratsamt wohl vergebene Liebesmühe, aber machen Sie sich nichts draus. Der Gedanke zählt. Ich habe mir erlaubt, einen Krempel zusammenzupacken und schon mal in Richtung Ausgang zu befördern. Warum? Ganz einfach. Du hast keine Anteile am Fürstenhof mehr. Also brauchst du ja auch hier nicht mehr zu wohnen. Was? Was soll denn das jetzt heißen? Willst du mich etwa rauswerfen? Genau, das habe ich vor. Dies ist mein Elternhaus. Und ich soll hier nicht mehr wohnen dürfen? Du hast es erfasst. Dazu hast du kein Recht. Hab ich nicht. Mir gehören 50% des Fürstenhofs. Das gibt mir alles Recht der Welt. Du hast es ja vorgezogen, deine Anteile zu verschenken. Das können Sie nicht machen, Herr Direktor. Sie sehen doch, dass ich es kann. Sorgen Sie dafür, dass sich keiner durchs Gepäck den Hals bricht. Und du gib mir Bescheid, wenn du weißt, wo ich den Rest schicken soll. Was machen Sie da? Schauen Sie sich das mal an. Was ist das? Fragen Sie lieber, was das mal war. Ach, die Ludovica. Aber was ist passiert? Alles kaputt. Da hat jemand gründliche Arbeit geleistet. Was Sie meinen, das war Absicht. Wer macht sowas? Jemand, der den Pol unbedingt haben will. Ich kann es nicht beweisen, aber Frau Engel ist vorhin vorbeigekommen und hat so eine Bemerkung gemacht. Ach. Ja, so richtig schadenfroh. Wenn ich nur eine einzige intakte Pflanze finden würde. Das hat keinen Sinn. Das mit dem Naturschutzgebiet können wir vergessen. Nein, kommen Sie nur rein. Ich bin gerade auf der Suche nach einer schönen Beleuchtung für unseren Pool. Sie haben was verpasst. Sie hätten das Gesicht dieses Blumenmädchens sehen sollen, als sie gemerkt hat, dass nun Schluss ist mit dieser perlmuttfarbenen Blume. Das arme Kind. Oh ja, sie war so verzweifelt, sie kann einem direkt leid tun. Trotzdem, wir sollten auf der Hut sein. Wieso? Was soll denn jetzt noch schiefgehen? Haben Sie die Bilder vergessen? Die hat sie ans Landratsamt geschickt. Die sind doch kein Beweis. Sagen Sie das nicht. Damit ist klar, dass es die Blume an dieser Stelle gegeben hat. Und ob die dann noch in unserem Sinne entscheiden, ich weiß nicht. Aber jeder Depp kann doch heutzutage Fotos am Computer manipulieren. Und das wissen die vom Landratsamt auch. Naja, hoffentlich haben Sie recht. Wie wär's? Kaffee im Restaurant? Ich habe leider keine Zeit. Ich habe eine Menge zu tun. Aber bestellen Sie schon mal die Beleuchtung für den Pool. Wir haben gewonnen. Das ist nur vorübergehend, Charlotte. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ich in einem Gästezimmer wohne. Und es wird auch diesmal nicht für lang sein. Du hast es ja gehört. Der Fürstenhof ist nicht mehr mein Zuhause. Wenn ich hier wohne, dann als zahlender Gast. Also ich werde dir sicher keine Rechnung präsentieren. Das muss der Herr Direktor dann schon selber machen. Aber der wird sich sicher bald anders überlegen. Dich aus der Wohnung zu schmeißen, das ist ja der Gipfel. Anteile weg, Wohnung weg. Charlotte,
Der Fürstenhof ist dein Zuhause. Da kann dein Herr Ex-Mann sagen, was er will. Du bist hier aufgewachsen. Nicht er. Du, deine Familie hat es hier alles aufgebaut. Du bist die Seele dieses Hauses. Mit oder ohne Anteile. Das wird er auch sicher bald merken. Wahrscheinlich war es ein Fehler, meine Anteile wegzugeben. Tja. Aber vielleicht will ich das auch gar nicht mehr. Hier wohnen. Wenn ich mir vorstelle, wie sich das alles hier verändern wird. Der Fürstenhof wird sein Gesicht verlieren. Ja, das ist allerdings zu befürchten. Früher oder später werde ich mich hier nicht mehr wohlfühlen. Da ist es besser, ich gehe vorher. Du willst weg? Erstmal muss ich Arbeit finden. Gott sei Dank habe ich gute Kontakte. Ja, aber Charlotte arbeitet. Ich habe gar keine andere Wahl. Mein Zuhause werde ich mir von meinen Ersparnissen nicht ewig leisten können. Aber das Leben geht weiter. Wenn nicht jetzt, dann woanders. Du bist schon weit mit den Plänen für den Poolbau? Ja, wenn es losgeht, muss alles stehen. Das solltest du als Geschäftsführer wissen. Und damit es bald losgeht, hast du die Ludovica ausgerottet. Warst du das selbst oder hast du Handlanger für sowas? Wovon redest du? Hör auf mit deinen Spielchen. Was für Spielchen? Die seltenen Orchideen hinter dem Gewächshaus wurden herausgerissen und zerstört. Und die Einzige, die Nutzen davon hat, bist du. Habe ich das nötig? Ich? Ich bin Miteigentümerin. Schon vergessen? Wenn ich ein Außenbecken bauen lassen will, dann tue ich das auch. Ah, bringen Sie meinem Sohn auch noch eine Tasse Kaffee, bitte. Nein, danke. Ich bin gleich wieder weg. Warum kannst du das Becken nicht woanders bauen lassen? Das Grundstück ist riesig. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich am Fürstenhof mache. Weder von dir noch von Charlotte Saalfeld oder sonst wem. Es geht dir nur darum, Charlotte Saalfeld zu demütigen. Sowas zutraust. Wie kannst du nur sowas von mir denken? Ich kenne dich doch. Wie kann man nur so bösartig sein? Vielleicht haben sich ein paar Wurzeln gehalten. Dann wächst im nächsten Jahr wieder eine Ludovica. Aber nur, falls hier kein Pool gebaut wird. Wenigstens steht Lukas auf meiner Seite. Er war richtig betroffen, als er gesehen hat, was hier passiert ist. Er ist einfach wunderbar. Klar, dass sich Annika damals in ihn verliebt hat. Aber ich darf mir nichts vormachen. Er geht mir nach wie vor aus dem Weg. Und mit der Ludovica kann er mir auch nicht helfen. Angebot der Firma, die unsere Greens auf Vordermann bringen will. Links unten in der Dienstleisterakte der German Open. Bist du etwas schlecht drauf? Das wundert dich jetzt aber nicht wirklich, oder? Wieso? Die Sonne scheint, wir sind gesund, die ganze Welt liebt uns. Nur keine seltenen Orchideen. Ach so, das meinst du. Die Geschichte nimmt langsam kriminelle Ausmaße an. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir die Polizei einschalten müssen. Es geht ja schließlich nicht, dass sich hier ein paar Vandalen bei uns austoben. Wie kommst du darauf, dass es sich um Vandalismus handeln kann? Was sonst? Wahrscheinlich ein paar Jugendliche, die zu viel getrunken haben. Ja klar, die fahren hinterm Gewächshaus eine fette Party. Und weil die es mal so richtig krachen lassen wollen, reißen die gleich die seltenen Pflanzen mit aus. Das kommt dir doch mehr als gelegen, oder? Verdächtigst du etwa mich? Weil ich mich für den Außenpool einsetze? Da bin ich übrigens nicht die Einzige. Ich weiß. Willst du deine Mutter etwa auch verdächtigen? Du spinnst doch.
Weißt du was, kümmere dich lieber um etwas Wichtiges. Das Golfturnier zum Beispiel, da gibt's noch genug zu tun. Ich bin dabei. Gut. Ich habe jetzt einen Termin mit dem Hostessen-Service. Die müssen ihr Angebot noch mal überarbeiten. Und wir sollten das heute Abend noch mal abstimmen. Von mir aus? Gut. Dann um 8 bei mir. Ich bin nicht dein Angestellter. Meine Güte, bist du heute schwierig. Dann mache ich das eben alleine. Ist ja nur das wichtigste Event des Jahres. Also gut, um 8 bei dir. Fein. Bis dann. Lesung bei uns im Hotel. Ja, Herr Blumenthal liest Auszüge aus seinen Memoiren. Hm? Wer ist denn das? Konrad Blumenthal liest. Kenne ich nicht. Ich auch nicht, aber wenn ich keinen Dienst habe, dann gehe ich hin. Vielleicht hat er ja was Spannendes erlebt. Ha. Aber bestimmt nicht so spannend wie bei uns in der Küche. Wieso? Gibt's Stress? Ach, ich sag dir. André. Du glaubst nicht, der dreht völlig durch, bloß wegen irgendeinem Kraut, was er jetzt nicht hat, für sein Parfait Charlotte. Also, hat er schon mal was vom Berufsstand der Gewürzhändler gehört? Ja, bestimmt. Aber das muss irgend so eine Blume oder ein Gewächs sein, was er selber gefunden hat. Und es ist auf einmal nicht mehr da. Weißt du, dieses Parfait Charlotte schmeckt jetzt halt ein bisschen anders, aber nicht schlechter. Und was war denn das jetzt? Habt ihr Probleme? Nicht direkt. Also komm. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass da was nicht stimmt. Henrik hat sich von mir getrennt. Nein. Nein. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Dein Ex-Mann kann nicht machen, was er will. Doch. Mir gehört nichts mehr vom Fürsten. Kein Fitzelchen. Aber das ist doch noch kein Grund, dich aus der Wohnung zu werfen. Ich finde schon was. Fürs Erste bin ich in ein Gästezimmer gezogen. Ach Gott, so blöd, dass ich diesen Wasserschaden habe. Sonst hättest du bei mir einziehen können. Meine Wohnsituation ist zweitrangig. Wichtig ist für mich die Frage, wie sie überhaupt mit mir weitergehen sollen. Ich bin keine Saalfeld. Ich muss mir eine Zukunft außerhalb des Fürstenhofs suchen. Und was heißt das genau? Mein Engagement von früher zahlt sich aus. Ich habe genug Freunde und habe ein ganz gutes Jobangebot bekommen. Ja, das ist doch toll. Und warum sagst du mir das erst jetzt? Die Angelegenheit hat einen Haken. Ich müsste nach Hamburg ziehen. Ich habe jetzt einen Termin bei Reitner und Co. Ich bin in einer Stunde wieder zurück. Sehr wohl, Herr Direktor. Was sagen Sie, hat der Autor eigentlich schon eingecheckt? Ist vor einer Stunde eingetroffen. Also wenn Sie ihn mit dieser Miene empfangen haben, dann wundert es mich, dass er überhaupt eingecheckt ist. Alfons, können Sie nicht ein bisschen freundlicher schauen? Schon allein der Gäste wegen. Die Gäste schaue ich so nicht an, Herr Direktor. Also spucken Sie schon aus. Wenn es Ihre Laune hebt, höre ich mir es sogar an. Sie wissen genau, was ich denke. Dass Charlotte die Königin des Fürstenhofs ist, dass ich ihr Unrecht getan habe, dass sie es nicht verdient, in einem Gästezimmer zu wohnen, so ungefähr? Ja, das passt so ungefähr. Und so ungefähr können Sie sich auch meine Antwort vorstellen, stimmt's? Ja, dass mich das nichts angeht und dass Charlotte keine Rechte hat, weil sie keine Anteile mehr besitzt, so ungefähr? Genau. Trotzdem, Herr Direktor, es ist nicht in Ordnung, wie Sie mit ihr umgehen. Und es hat nichts mit Anteilen zu tun, sondern mit Anstand und Respekt. Und dass Charlotte mit ihrem neuen Freund die ganze Nacht drei mit Demi macht, in meiner Wohnung, hat das mit Anstand und Respekt zu tun? Die Sache ist entschieden, auch wenn es meinem Chefportier nicht passt. Und wie gesagt, in einer Stunde bin ich wieder zurück. Ja.
Wer ist dieser Hamburger Kaufmann überhaupt? Er hat oft für meine Stiftung gespendet und sich immer für wohltätige Zwecke eingesetzt. Schön, wenn man sich das leisten kann. Seine Marketingabteilung organisiert regelmäßig Charity-Events. Mein Fachgebiet. Das wäre ideal für mich. Da kenne ich mich aus. Im Spendensammeln habe ich Erfahrung und ich werde gut mit ihm zusammenarbeiten. Aber Hamburg, das ist am anderen Ende der Welt. Ich kann mir nicht leisten, wählerisch zu sein. Ich will mir in einem Jahr nicht vorwerfen müssen, dass ich eine Riesenchance verpasst habe. Aber ich komme hier nicht so einfach weg. Das erwarte ich auch nicht. Diese ganze Sache mit der angeblichen Steuerhinterziehung, ich weiß gar nicht, was auf mich alles noch zukommt. Will ich doch hier nicht rausreißen. Was soll dann aus uns werden, wenn du nach Hamburg gehst? Es wird sicherlich schwer, aber unmöglich ist es nicht. Möglich. Auf die Entfernung. Das wird nicht mal eine Wochenendbeziehung. Das wird höchstens eine einmal im Monat Beziehung. Es geht mir auf einen Versuch an. Ich will auf keinen Fall, dass du hier alles wegen mir aufgibst. Heißt das eigentlich, dass du den Job annimmst? Ich habe um Bedenkzeit gebeten. Aber im Grunde hast du dich bereits entschieden. Tatsächlich ins Gesicht, dass ich das Außenbecken nur will, um Charlotte eins auszuwischen. Wie kommt er denn darauf? Ich will nicht, dass er so von seiner Mutter denkt. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Lukas ist insgesamt empfindlicher geworden, auch mir gegenüber. Seit diese Annika tot ist, ist er nicht mehr wiederzuerkennen. Frau Seifel, bitte, jetzt setzen Sie sich erstmal und entspannen sich ein bisschen. Ja, mag der Eitelkeiten, Sie sollten lieber Dickens lesen. Ja. Danke für den Tipp. Diese überflüssigen Schuldgefühle, dadurch wird diese Köchin doch auch nicht wieder lebendig. Also, was meinen Sie? Dieses hier? Oder doch lieber dieses? Na, kommt ganz drauf an, was Sie vorhaben. Einen Mann verführen? Na, dann würde ich das nehmen. Ich verstehe meinen eigenen Sohn nicht mehr. Vielleicht will er ja ehrenhaft sein. Jetzt machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Ich bin nachher mit Lukas verabredet. Wird auch gelacht, wenn ich ihn nicht zur Vernunft bringe. Glauben Sie, Ihnen gelingt das, was mir nicht gelingt? Ich bin seine Mutter. Eben. Und ich habe Mittel, die Ihnen als Mutter nicht zur Verfügung stehen. Und Lukas steht auf sowas, ja? Auch wenn er ein ehrenhafter Mann geworden ist. Ein Mann ist er immer noch. Alles ausgerissen und zertrampelt. Es ist strafbar, Pflanzen zu zerstören, die unter Naturschutz stehen. Ja, aber wir können ja nicht beweisen, wer es getan hat. Es kommen nur Rosalie Engel und Cosima in Frage. Aber Beweise haben wir trotzdem nicht. Ja, und selbst wenn wir welche hätten, davon kriegen wir die Ludovica auch nicht zurück. Was ist nur aus dem Fürstenhof geworden? Sie müssen den Eindruck haben, dass die Hotelleitung aus lauter Banausen besteht. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein bisschen Wurzelwerk im Boden geblieben. Dann könnte es sein, dass die Pflanzen nächstes Jahr wieder ausschlagen. Aber wenn genau an dieser Stelle ein Schwimmbad gebaut wird? Dann züchte ich die Ludovica zurück. Ich finde schon einen Weg. Sie verlieren Ihren Optimismus wohl nie, hm? Nur wer kämpft, kann gewinnen. Wer weiß das besser als Sie? Eben. Und deswegen lasse ich mich auch nicht unterkriegen. Meine Unterstützung haben Sie. Oh, es tut mir leid, ich muss los. Wenn irgendetwas ist, Sie erreichen mich ab heute in Zimmer 24. Ja, ich habe schon gehört, dass Sie aus der schönen Wohnung ausgezogen sind. Manchmal ist das Leben voller Überraschungen. Ich muss los. Thank you.
Da bist du ja. Komm doch rein. Hast du heute noch was vor? Das kommt drauf an, wie der Abend verläuft. Also, wenn es nach mir geht, können wir das schnell hinter uns bringen. Darf ich? Die Vorbereitungen für die German Open sind fast abgeschlossen. Wie war das Gespräch mit der Hostessagentur? Ich konnte sie noch mal um 5% drücken. Möchtest du was trinken? Ein Wasser, bitte. Ah, es gibt ja noch Champagner. Möchtest du welchen? Wie du meinst. Jahrmarkt der Eitelkeiten. Oh. Hey, das hört, das stört uns nur bei der Arbeit. Die Ludovica. Kannst du mir das erklären? Ach, da bin ich aber froh, dass ich dich noch erwische. Wildschweinrücken war übrig. Du hast doch heute bestimmt noch nichts gegessen. Ich nehm's mit nach Hause. Machst du noch lange? Du, es ist nicht viel los in der Küche. Und vielleicht habe ich Glück, dann komme ich mit deinem Vater zusammen nach Hause. Ich gehe dann mal wieder alleine nach Hause. Marie, dein Hendrik braucht eben noch Zeit für sich selbst nach dem Tod seiner Schwester. Dann nimmt man sich eine Auszeit und trennt sich nicht. Ja, aber der ist völlig durcheinander. Mama, der ist nicht durcheinander, der ist neu verliebt, das ist es. Bist du sicher? Ich weiß es. Also red mir bitte nicht ein, dass alles wieder gut wird. Immer das Gleiche mit den Kerlen. Irgendwas geht immer schief. Entweder will ich nicht oder er nicht oder beide nicht. Liegt das an mir? Ist irgendwas falsch mit mir? Nein, du bist genau richtig so, wie du bist. Ich würde gerne einfach nur wissen, in wen er sich verliebt hat. Vielleicht kann ich dann besser damit umgehen. Ich hab dich schon vor ein paar Tagen gepflückt. Da wusste ich noch gar nichts von dieser Ludovica. Weißt du, Lukas, ich fand die einfach schön und ich wollte sie trocknen. Sowas habe ich früher auch schon immer gemacht. Die willst du vor ein paar Tagen gepflückt haben? Die ist noch ganz frisch. Ja, aber wenn ich's dir sage... Du warst es. Du hast die Orchideen zertrampelt. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich meine, wenn ich was damit zu tun hätte, dann würde ich doch keine Blume aufheben. Jeder macht mal einen Fehler. Sogar Rosalie Engel. Ach, dass du mir sowas zutraust, ist ja unerhört. Das ist ja fast Verleumdung. Du kannst mir erzählen, was du willst. Die wurde gestern gepflückt. Schönen Abend noch. Ich mache Ihnen gerne einen Termin. Okay, danke. Bitte sehr. So, ich bin jetzt soweit. Ah, der Max ist noch nicht da. Was macht denn der so lange? Der war in Tölz heute und dann ist sein Moped nicht angesprungen. Aber jetzt ist er auf dem Weg. Aha. Wo ist denn die Marie? Die ist schon zu Hause. Ah. Du, sag mal, wusstest du, dass schon wieder Schluss ist mit dem Bruckner? Nein, da hat sie mir nichts erzählt. Die hat vielleicht ein Pech. Ach was? Die schaut immer nur nach den falschen Männern. Sollte sich einmal ein Beispiel an ihrer Mutter nehmen. Du, jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Ja, aber die jungen Leute sind schon ein bisschen sehr sprunghaft. Weißt, heute ist es die große Liebe und morgen ist alles schon wieder vorbei. Ja, das stimmt. Sobald die ersten Probleme auftauchen, schmeißen sie schon wieder alles hin. Ja, andererseits sind die Alten auch nicht viel besser. Stell dir vor, der Senior hat die Charlotte rausgeworfen. Wie bitte? Ja, die muss wahrscheinlich aus dem Fürstenhof ausziehen. Vielleicht geht sie ganz aus der Gegend weg. Und der Niederbühl, geht der mit? Der hat doch gerade erst seine Praxis hier aufgemacht. Ja, aber wenn er sie liebt. Ach so. Würdest du mit mir mitgehen, wenn ich aus irgendeinem Grund aus diesem Fürstenhof rausgeschmissen würde? Wieso solltest du aus dem Fürstenhof rausgeschmissen werden? Ich würde mit dir überall hingehen. Gut so? Bis ans Ende der Welt? Ja, mindestens. Gut. Dann gehe ich schon mal vor.
nur so dämlich sein? Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Sie war immerhin die Letzte ihrer Art und schön war sie auch. Sie bestätigen alle Vorurteile über Blondinen. Nur dachte ich, dass Sie clever wären. Sie müssen nicht gleich beleidigend werden. Ich weiß selbst, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ach, tatsächlich? Das ist ja schon mal was. Und was haben wir davon? Gar nichts. Jetzt hören Sie auf. Sagen Sie mir lieber, was wir tun sollen. Lukas hat die Blume also mitgenommen. Ja, das ist ja das Problem. Wenn er damit zur Zwick rennt, dann ist klar, dass es die Ludovica wirklich gibt. Ja, und vor allem glaubt uns keiner, dass dieses Blumenmädchen die Fotos gefälscht hat. Wir müssen sie also zurückholen. Ja, und wie soll das gehen? Na ja, wir müssen herausbekommen, wo Lukas sie aufbewahrt. Und dann bei ihm einsteigen. Also, nachdem das ja mit Ihnen als Sexbombe nicht geklappt hat, werde ich wohl als Mutter ran müssen. Kannst du auch nicht schlafen? Öffnen Sie uns bitte noch eine Flasche von dem Roten. Gerne. Dann können Sie Feierabend machen. Danke. Ich habe Zeit und ein offenes Ohr. Was gibt's? Du hast dich ganz schön verändert. Etwa zum Nachteil? Früher wolltest du vor allem Spaß haben. Ich habe die Probleme anderer Menschen nicht interessiert. So ein gedankenloser Egoist war ich. Bitte. Danke. Schön. Aber du kannst ja ganz schön nett sein. Danke für die Blumen. Wäre ich der Alte geblieben, dann hätte ich bei Annika keine Chance gehabt. Und was ist mit dir? Warum sitzt du hier mitten in der Nacht? Charlotte geht vielleicht weg. Nach Hamburg. Ein Jobangebot. Aber gibt's hier in der Umgebung keinen Job? Und gehst du mit ihr? Ich müsste alles aufgeben, was ich mir gerade aufgebaut habe. Was ist dir wichtiger? Deine Praxis oder die Frau, die du liebst? Oder bist du dir da nicht so ganz sicher? Doch. Dann lass sie nicht gehen. Manchmal merkt man erst zu spät, wie wichtig einem ein Mensch ist. Und das wünsche ich keinem. Sag ich doch. Für das Parfait, Charlotte, habe ich immer ein besonderes Aromaöl genommen. Das muss doch so beschaffen sein. Aber wie denn? Ich weiß ja nicht mal, wie die Pflanze heißt. Jetzt ist sie jedenfalls weg und es schmeckt nur noch halb so gut. Halb so gut ist auch sehr gut. Nur, dass du es ausgerechnet nach Charlotte benennen musstest. Wo ist sie denn eigentlich wieder bei ihrem Doktor? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Jedenfalls ist sie weg. Sie wird nie wieder hier auftauchen. Was soll das heißen? Ich habe ihr den Koffer vor die Tür gesetzt. Das ist ja nicht dein Ernst. Meinst du, ich sehe zu, wie sie sich in meiner Wohnung mit ihrem Doktor trifft? So weit kommt's noch. Und deswegen hast du sie rausgeschmissen? Die brauchen meinen Schlaf. Soll sie doch woanders mit ihrem Doktor rum turteln. Glaubst du eigentlich selber an diesen Mist, den du da erzählst? Das ist unglaublich, wie du das machst. Du solltest Seminare geben, wie belüge ich mich erfolgreich selbst? Na ja? Und du solltest Seminare geben, wie höre ich Flöhe husten, die längst an Altersschwäche gestorben sind. Komm, erzähl mir doch nichts. Du empfindest noch etwas für Charlotte und deswegen kannst du es nicht ertragen, wenn sie mit Dr. Niederbühl zusammen ist. Ach, Unsinn. Nur weil du an deine eigenen Lügen glaubst, heißt das noch lange nicht, dass es keine Lügen sind. Herein.
Morgen, Lukas. Morgen. Wir müssen reden. Ich nehme an, Frau Engel hat dir schon alles erzählt von gestern Abend. Was gibt es da noch zu reden? Sie ist danach sofort zu mir gekommen. Und jetzt bist du hier, um mich an die Leine zu legen? Ich wollte dich noch nie an die Leine legen. Aber in letzter Zeit ist zwischen uns sehr viel falsch gelaufen. Zum Beispiel gestern, als du geschworen hast, dass du mit der Zerstörung der Orchidee nichts zu tun hast? Ich meine vor allem, dass du fast alles, was ich tue, kritisierst. Kein Wunder, so wie du dich aufführst. Wenn hier einer unfair behandelt wurde, dann ja wohl ich. Und du rächst dich an Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Ich muss am Fürstenhof ernst genommen werden. Dazu gehört, dass man meine Pläne umsetzt, sonst mache ich mich unglaubwürdig. Also im Klartext, wenn Madame einen Pool möchte, dann bekommt sie ihn. Egal wie. Wenn ich schon bei den ersten Konflikten mein Gesicht verliere, dann habe ich hier überhaupt keine Chance mehr. Und wenn mein eigener Sohn sogar gegen mich arbeitet, wie kann ich dann vom Personal Respekt erwarten? Du verdrehst die Tatsachen. Ich arbeite nicht gegen dich. Aber ich möchte nicht, dass du gegen Gesetze verstößt, um deine Interessen zu verwirklichen. Was heißt hier meine Interessen? Es geht um das Interesse des Fürstenhofs, für den ich jetzt hier verantwortlich bin. Du gibst es also zu? Ja, ich hatte die Idee. Zusammen mit Rosalie Engel. Bitte hör zu, bevor du etwas Unüberlegtes machst. Ich höre. Ja. Ja. Nein, kommen Sie am besten gleich in meine Praxis. Nein, für eine Blutabnahme brauchen Sie keinen Termin. Ja. Bis dann. Gut, dass ich dich hier treffe. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ich auch mit dir. Ich weiß, wir sind erst seit kurzem zusammen und am Anfang... Ja? Hamburg wird wohl unsere Bewährungsprobe. Und ich glaube, also ich hoffe, wir schaffen es trotzdem. Das wollte ich dir sagen. Und was wolltest du mir sagen? Ich habe gestern sehr lange nachgedacht. Meine Praxis läuft noch nicht richtig. Ich muss mir erst einen Patientenstamm aufbauen. Und das wird nicht leicht, ganz besonders nach unserer Festnahme. Was meinst du damit? Hamburg ist ein sehr schwieriger Markt. Dort gibt es eine Menge Praxen, die kaum über die Runden kommen. Aber ich werde eine schöne finden und von vorne anfangen. Ich komme mit. Erinner dich. Mir ist Unrecht angetan worden und damit auch dir. Aber die Schuldigen sind schon tot. Charlotte kann dafür genauso wenig wie du, also kein Grund, sie fertig zu machen. Ja, ich habe zu wenig Rücksicht auf sie genommen und ich hätte besser auf dich hören sollen. Aber als die Sache mit dem Schwimmbad in die Wege geleitet war, da konnte ich nicht mehr zurück. Ich hätte mich zum Gespött gemacht. Manchmal verdient man sich Respekt, wenn man einen Fehler einsieht. Ja, aber dazu ist es jetzt zu spät. Viel wichtiger ist doch, dass wir zusammenhalten. Wir beide. Und wie stellst du dir das vor? Du machst, was dir passt und ich decke dich dabei? Nein. Ich bitte dich nur darum, in dieser Sache zu mir zu halten. Und wie stellst du dir das vor? Vernichte die Blume, die du bei der Engel gefunden hast. Bitte, Lukas, stoß mich nicht weg. Du bist das Wichtigste für mich, viel wichtiger als alle Anteile an diesem Fürstenhof. Manchmal habe ich Angst, du könntest mich dafür hassen, dass ich für mein Glück kämpfe. Ich hasse dich nicht. Aber ich mag deine Spielchen nicht. Das wird auch nie wieder vorkommen. Aber aus dieser Schwimmbadsache, da kommen wir nicht mehr raus. Wir? Ja, natürlich wir. Wir haben hier eine gemeinsame Zukunft. Es ist das erste Mal, dass Werner Saalfeld mit mir an einem Strang zieht. Er will das Außenbecken auch. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, dann sind wir wirklich Teil des Fürstenhofs. Du verachtest Werner Saalfeld. Ja, aber ich muss mit ihm zusammenarbeiten.
Und das wird leichter, wenn wir gemeinsam Erfolg haben. Auch für dich. Aber dazu muss die Blume weg. Tust du das für mich? Ich werde danach auch nie wieder etwas ohne dich entscheiden, versprochen. Ich denke darüber nach. Danke dir, mein Sohn. Hallo Marie. Morgen. Können wir nicht normal miteinander umgehen? Gern. Aber dazu müssen wir, glaube ich, erstmal definieren, was normal ist. Also ich fände es zum Beispiel normal, dass du mir sagst, in wen du dich verliebt hast. Ist doch egal. Für mich nicht. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Vielleicht kann ich es dann einfach besser verstehen. Sie will eh nichts von mir. Es tut also wirklich nichts zur Sache. Ich habe gehört, dass du ziemlich viel mit Sandra zusammen warst, als ich an der Ostsee war. Ja. Sie hat das Herz meiner Schwester. Es hat mir gut getan, sie zu treffen. Eigentlich sollen sich doch die Angehörigen des Verstorbenen und der Empfänger des Spendeorgans nicht kennenlernen, oder? Bei uns war es halt zufällig anders. Aber obwohl du das weißt, hast du sie im Krankenhaus besucht. Ziemlich oft sogar. Sag ich doch. Es hat mir gut getan. Weil ich gesehen habe, dass ein Teil von Annika weiterlebt. Und weil du dich in sie verliebt hast. Habe ich recht? Das soll ein Beweis sein. Geben Sie mir eine Stunde Zeit und ich bringe Ihnen Fotos von einem 5 Meter großen Fliegenpilz. Ich habe die Fotos nicht manipuliert. Die Ludovica war da. Das würde ich an Ihrer Stelle auch sagen. Der Fakt ist, diese Fotos beweisen rein gar nichts. Nicht wahr, Frau Landrätin? Ja, ich meine, für den Antrag war es natürlich schon besser, wenn man das Pflanzerl in Natura sehen könnt. Ich meine, wo es nichts zu schützen gibt, gibt es auch kein Naturschutzgebiet. Ja, also keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht wächst die Ludovica ja nächstes Jahr wieder. Vielleicht ist aber ein bisschen wenig. Oder erwarten Sie, dass der Fürstenhof deswegen seine Pläne für ein Jahr auf Eis legt? Schließlich geht es hier um die Existenz des Hotels. Und wenn wir auf den Pool verzichten, muss es schon triftige Gründe geben. Also schließlich ist der Fürstenhof bisher auch ohne Pool wunderbar ausgekommen. Kennen Sie die Bilanzen? Aber ich kenne sie. Und ich sage Ihnen, es ist höchste Zeit, dass das Angebot erweitert wird. Sonst sinken die Gästezahlen. Ich könnte versuchen, sie wieder anzusiedeln. Hervorragend. Am besten woanders. Das geht nur in Ihrem natürlichen Lebensraum. Ja, und wie wollen Sie das überhaupt anstellen? Soviel ich weiß, braucht man für die Zucht mindestens ein Exemplar. Oder irre ich mich da etwa? Ja, da muss ich der Frau Saalfeld schon recht geben. Also es ist ja nicht zu erwarten, dass man dieses perlmuttfarbene Ludovikerl hier wieder ansiedeln könnte. Es sei denn, Sie hätten eine Pflanze, aber dazu ist die Sache ein bisschen zu vage. Und dafür kann ich nicht die ökonomischen Interessen vom Fürstenhof einfach so ignorieren. Also, die Voraussetzungen für einen Antrag auf Naturschutzgebiet sind leider nicht gegeben. Und somit auch nicht die für einen Baustopp. Weiß ich, was ich so vermisst habe. Charlotte, ich verspreche dir, ich werde dich nie allein lassen. Und ich verspreche dir,
dass ich dich lieben werde bis in den Tod. Du wusstest doch nicht, wie viel du mir bedeutest. Es ist zu spät, Bella. Zwischen uns ist es aus, endgültig. Was machst du hier? Ich wohne hier. Ich sitze im Restaurant, du weißt doch, Schwimmbad oder Naturschutzgebiet. Wieso bist du nicht in der Küche? Du weißt doch, zufriedene Gäste oder gar keine Gäste. Ich passe schon auf, dass in meiner Küche alles läuft, auch wenn ich mal nicht da bin. Unten wird ebenfalls alles laufen, auch ohne mich. Ah, jetzt verstehe ich. Charlotte ist dabei, um ihr Gewächshaus zu retten. Und du willst es nicht noch mehr mit ihr verderben, indem du für das Außenbecken stimmst. Ach, Quatsch. Ich habe nur keine Lust, mit ihr an einem Tisch zu sitzen. Vielleicht bereust du es ja auch, sie aus der Wohnung geschmissen zu haben. Hör auf, mir die Ohren voll zu quasseln. Wusste ich's doch. Was wusstest du? Du empfindest noch was für Charlotte. Mir brauchst du nichts vorzumachen. Hör endlich auf mit Charlotte! Mir reicht's. Schon gut, schon gut. Wirklich leid für Sie. Ich hätte Ihnen gerne geholfen. Es wäre auch in meinem eigenen Interesse gewesen. Ja, es war ja wohl zu erwarten, dass die Sache so ausgeht. Aber versuchen mussten wir es. Tja, wenn man gegen solch skrupellose Menschen antritt, ist das schwer. Das war's jetzt? Wir haben keine Chance mehr? Sieht so aus. Sie tun mir wirklich leid. Sie hatten sich so gefreut, als sie die Blume gefunden haben. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir verloren haben. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, irgendwas müssen wir doch tun können. Aber es hat doch keinen Zweck, so einen sinnlosen Kampf weiterzuführen. Aber ist er das wirklich? Ja. Das alles nur, weil wir keine Beweise haben. Wenn wir nur einen hätten, dann könnte unser Zweck ja schon helfen. Eine einzige Ludovica, alles sähe anders aus. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass der Naturschutz gegen das Geld verliert. Jeder denkt nur an seinen eigenen Profit, aber ich muss jetzt in die Küche. Und ich gehe noch mal ins Gewächshaus. Ah, Charlotte. Ich habe auf dich gewartet. Was willst du? Tut mir leid, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Als du mich rausgeworfen hast? Oder als du wieder keinen Mumm hattest, zu der Sitzung zu kommen? Ich möchte mich für beides entschuldigen. Nicht nötig. Du hattest recht. Ich habe hier im Fürstenhof nichts mehr verloren. Gerade darüber möchte ich mit dir reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Das Gewächshaus wird abgerissen gegen meinen Willen. Das hat mir gezeigt, wie überflüssig ich hier bin. Nein, das bist du nicht! Was soll ich noch hier? Mit ansehen, wie es zum Fürstenhof ein 0815-Hotel wird? Nein, das möchte ich nicht. Bitte, Charlotte, zieh wieder in die Wohnung ein. Du gehörst doch hierher. Nein, ich werde den Fürstenhof verlassen. Ich gehe nach Hamburg. Zusammen mit Michael. Jetzt können wir endlich in die Vollen gehen. Das muss alles ganz exklusiv werden. Das muss nicht nur tagsüber, sondern auch nachts ein richtig romantisches Fleckchen sein. Und dazu brauchen wir die richtige Beleuchtung. Da habe ich schon was Raffiniertes ausgesucht. Um den Pool herum und im Pool selbst unter Wasserbeleuchtung. Sehr gut. Ich muss jetzt los, ich habe noch einen Termin. Ja, ich rufe jetzt auch gleich meinen Schwiegersohn an, damit er das einplanen kann. Nur keine Zeit verlieren. Nein. Ah, Lukas, hast du schon... Ich glaube, die können sie gebrauchen.
Ich empfinde immer noch sehr viel für dich. Wie kannst du mir so in den Rücken fallen? Du hast versprochen, dieses Gefäß zu entsorgen. Ich habe gesagt, ich denke drüber nach. Das habe ich getan. Wann hattest du vor, es mir zu sagen? Ich dachte, wir sind sowas wie Freundinnen. Was meinst du? Dass Henrik sich in dich verliebt hat. Aber das war doch nur in seiner Trauer. Das ist längst vorbei. Sandra, er hat sich von mir getrennt. Denken Sie lieber mal drüber nach, wie wir da wieder rauskommen. Oh, gut. Oh, Sie spielen Bodyguard für eine Blume. Neckisch. Damit sie keinen entwendet oder zerstört. Mit Salz zum Beispiel. Ist doch Salz, oder? Was Sie da in der Hand haben.